Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Heute mal auf Pilzsammeltour und ich habe meinen ersten Steinpilz dieses Jahr gefunden, Freunde. Schaut mal. Noch ganz klein, aber schaut super aus auf den ersten Blick. Lass mal rausholen. Jawohl. Ja, das ist doch ein schöner, kleiner, dicker Steinpilz. Perfekt. Der erste. Mal gucken, was noch geht. So, und hier der zweite. Und wie gut der sich hier getarnt hat. Ich wäre fast dran vorbeigegangen. Hier unterm Laub versteckt. Schaut mal. Ich glaube, hier sind schon einige dran vorbeigelaufen. Ja, richtig schöner Pilz. Ast rein, richtig schön fest, ein paar Fraßstellen, aber absolut okay. Und schaut mal, hier kommt tatsächlich schon eine krause Glucke. Ja, natürlich noch sehr, sehr klein, lasse ich stehen und die Stelle merke ich mir. Er hat hier schon ein bisschen Trockenschaden, mal gucken, ob er noch größer wird. Aber ich habe sowieso Glück mit krause Glucken hier in meiner Region. Ich denke mal, ich werde noch die ein oder andere finden. Okay, hier haben wir mal eine richtig schöne Marone, einen schönen Maronenröhrling. Schaut mal. Perfekt. Astreiner Zustand, schön fest. So muss es sein. So, Freunde, an dieser Stelle möchte ich euch kurz einmal sagen, dass meine Videos lediglich der Unterhaltung dienen. Sprich, ich nehme euch mit und zeige euch so, was ich finde. Und wenn ihr euch für Videos interessiert, wo einem auch genau erklärt wird, was habe ich hier für einen Pilz, auf welche Merkmale muss ich achten, da kann ich euch den Pilzflüsterer empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei beim Tom. Aber bei mir geht es, wie gesagt, nur um Spaß. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich schon seit Jahren weinend an Pilzen vorbeigehe, weil ich nicht weiß, ob sie es sind oder doch ein anderer Pilz. Ne? Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass sie es sind. Umso ärgerlicher, wenn man sich halt nicht so gut auskennt. Aber man muss sich halt von Jahr zu Jahr weiteren Arten widmen und sich die Merkmale anschauen. Dann hat man auch eine viel größere Vielfalt im Pilzkorb. Und so ist es halt dieses Jahr mit den Perlpilzen. Hier haben wir zum Beispiel einige Perlpilze, wovon ich zum Beispiel ausgehe, dass sie es sind. Hier ein ganzer Ring, ganzer Hexenkreis voll mit Perlpilzen. Und hier vorne habe ich ein paar kleinere Exemplare gesehen, die teilweise noch sehr gut aussehen. Und da nehme ich mir heute ein paar mit und schaue sie mir zu Hause nochmal ganz genau an. Sorry, es ist hier gerade sehr windig.
So, Freunde, das war's für heute. Eine kleine Runde, aber wunderschöne Pilze. Was haben wir? Steinpilze, Perlpilze und Maronröhrlinge. Hat Spaß gemacht, eine kleine Runde, und sehr interessant zu sehen, dass schon gut was zu finden ist. Teilweise, ja, in manchen Wäldern mehr, in manchen weniger, aber es geht auf jeden Fall los. Okay, Freunde, das war's. Wenn ihr euch für Pilze interessiert, vor allem für die Pilzzucht, tretet gerne unserem Discord-Server bei. Der ist hier direkt unter dem Video verlinkt, der erste Link. Da gibt es auch Kanäle zum Thema Pilze sammeln. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder. Ciao!